Im Rahmen der Assimilationspolitik in Ostturkestan missbraucht China die autochthone Minderheit der Uiguren als Billiglohnarbeiter. Die Turkestan Press berichtete im ersten Viertel dieses Jahres von über einer 500.000 Arbeitern im Niedriglohnsektor, die zu diesem Zweck nach Innerchina deportiert wurden. Etwa 150.000 davon fanden sich unter dem Vorwand der Armutsbekämpfung in Zwangsarbeit wieder. Aktivisten zufolge wurden allein in diesem Jahr bereits über 1 Million Uiguren und Kasachen als Zwangsarbeiter missbraucht. Der 21. China-Europa-Gipfel in Brüssel hat zahlreiche Demonstranten angelockt, die angesichts der wachsenden Unterdrückung von Minderheiten in China wie etwa Uiguren, Kasachen und Tibetern zu Hunderten vor dem Gebäude der Europäischen Kommission gegen die menschenverachtende Politik Chinas demonstrierten. Der Unmut traf vor allem auf Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, der von den aufgebrachten Demonstranten mit Slogans konfrontiert wurde. In England klärte die uigurische Aktivistin Rukiye Turdush auf einer Konferenz über die aktuelle Lage in Ostturkestan auf. Der China-EU-Gipfel in Brüssel zählte neben dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, dem Ministerpräsidenten Chinas Li Keqiang zu seinen Gästen, der betonte, dass China sich nach den Richtlinien der Welthandelsorganisation richte und bereit sei, Reformen mit den Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation und auch der EU zu verhandeln. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, sprach im Anschluss des Gipfels auf einer Pressekonferenz von Regeln, auf denen das globale System basiere, die nun allerdings, um zu funktionieren, aktualisiert werden müssen. Die amerikanische Regierung unter Donald Trump strebt an, eine Zollerhöhung für EU-Waren zu bewirken. Die Unterstützung der Europäischen Union für den französischen Airbus, Gegner der amerikanischen Boeing, soll nach dem Willen der Trump-Regierung Konsequenzen haben. Der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, Robert Lighthizer, sieht in der Subventionierung der Welthandelsorganisation für den Airbus eine negative Beeinträchtigung der USA. Im Jahr 2014 sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 9 Menschenrechtler der Regenschirmbewegung unter dem Vorwand der Beschädigung öffentlichen Eigentums verhaftet worden. Zu den Angeklagten zählen der Juraprofessor Benny Tai, die ehemalige Soziologieprofessorin Chan Kin Man, Priester Chu Yuming und einige Parlamentarier. Die Angeklagten erwarten nun bis zu 7 Jahre Haft.